Um hier im HappyLab etwas fräsen zu können, benötigt man ein sogenanntes CAM-Programm. CAM steht für Computer-Aided Manufacturing und das brauche ich eben, um einen sogenannten G-Code zu erstellen. Hier im HappyLab verwenden wir das CAD2D. Wenn ich das CAD2D öffne, gehe ich einfach auf vorhandene Datei öffnen und öffne die Datei, die ich gern fräsen würde. Wir würden empfehlen DXF und EPS. Ich brauche einfach eine 2D-Vektorgrafik. Bei DXF und EPS haben wir einfach die beste Erfahrung, dass es funktioniert. Wenn ich das Ganze geöffnet habe, sehe ich als allererstes die Rohlängsmaße. Da muss ich kontrollieren, ob die Höhe und die Breite passen, mit meinem Teil zusammenstimmen. Und ich muss kontrollieren, ob ich Millimeter angewählt habe. Bei der Dicke trage ich einfach die 19 mm ein, weil wir aus einer 19 mm Platte fräsen. Das ist rein zur Selbstkontrolle, hat auf den G-Code selbst keine Auswirkungen mehr, ist einfach nur, das Programm warnt, wenn ich zu tief fräse. Danach kann ich den Nullpunkt noch anwählen. Ich empfehle linke untere oder rechte untere Ecke. Was ich dann noch machen sollte, ist, es gibt ein Nullpunktverschieben, das standardmäßig angewählt ist. Dieses Nullpunktverschieben bedeutet, das Programm versucht, den Nullpunkt aus der DXF- oder EPS-Datei zu nehmen. Der ist im Normalfall nicht ganz richtig, deswegen muss ich den eben abwählen und muss dann noch Vektoren im Material zentrieren anwählen, dass die Linien wieder in meinem Material zentral drinnen liegen und der Nullpunkt an der richtigen Stelle sitzt. Wenn ich diese Maße so eingestellt habe, gehe ich einfach auf OK und kann dann auf diese Tür, die ich hier oben sehe, auf Werkzeugweg wechseln. Wenn ich da drauf drücke, kommt auf der rechten Seite kommen meine Werkzeugwegoperationen. Für uns entscheidend ist eben die Tasche und die Konturfräsbahn. Ich wähle einfach die Augen und den Mund aus, weil die Augen und den Mund möchte ich eine Tasche fräsen. Die kann ich einfach, indem ich mit Shift mehrere Vektoren auswählen oder ich kann einfach die Vektoren auswählen über ein Kästchen. Dann gehe ich auf Taschenfräsbahn. Als erstes sehe ich die Anschnitttiefe, diese würde ich immer auf 0 lassen. Danach kommt die Schnitttiefe. Schnitttiefe ist die Tiefe, bei der ich am Schluss sein möchte. Das heißt wirklich die Tiefe, auf die ich am Ende komme, egal wie viel ich auf einmal mit dem Fräser wegnehmen kann. In dem Fall wähle ich die 5 mm aus. Als nächstes kommt Werkzeug. Da gehe ich einfach aus Auswahl und kann aus den Materialien und den Anzahl der Schneiden und den Durchmesser einfach den Fräser auswählen, den ich möchte. Das heißt, ich habe nach Material sortiert, einfach die Fräser, wo die Schnittwerte schon eingetragen sind. Diese Schnittwerte sollten stimmen. Wenn ich das Programm neu starte, wird diese Datenbank resettet, also auf den Anfangswert zurückgesetzt. Ich kann trotzdem mit der Liste, die hier draußen hängt, die Werte kontrollieren, ob die auch übereinstimmen. Und dann, wenn ich sozusagen den Fräser fertig ausgewählt habe, kann ich einfach auf OK klicken und der Fräser ist eingestellt. Als nächstes kommt die Strategie. Bei der Strategie kann ich eben zwischen Versatz und Raster wählen. Wichtig ist hier eigentlich nur, dass es eine reine Geschmacksfrage ist, wie ich das fräse. Das heißt, Versatz oder Raster ist nur die Strategie, wie er fräsen will, ob er in einer Spirale von innen nach außen oder eben gerastert fräsen möchte. Das ist aber für die Fräsqualität an sich nicht entscheidend. Ich habe meistens Versatz angewählt und lasse das einfach. Dasselbe ist mit der Schnittrichtung in Anstieg oder klassisch. Ich persönlich habe noch keinen qualitativen Unterschied von der Schnittrichtung her gesehen. Deswegen lasse ich das Ganze meistens auf Anstieg und gehe einfach auf Berechnen. Wenn ich auf Berechnen gehe, sehe ich einfach in 3D die genaue Darstellung meiner Fräsbahnen. Das heißt, ich sehe nicht nur, wie die Fräsbahnen verlaufen, sondern ich sehe auch, wie tiefer fräst. Danach kann ich wieder zurück auf die 2D-Zeichnung gehen und sehe auch in der 2D-Zeichnung, wie die Fräsbahnen verlaufen. Danach wähle ich die Kontur außen an, gehe auf Konturbahn erstellen und bekomme hier wieder eine ähnliche Ansicht. In dem Fall wähle ich eben
Die Schnitttiefe wieder mit 0 mm, die Anschnitttiefe mit 0 mm und die Schnitttiefe wähle ich dem Fall, weil das Material 19 mm stark ist, ein bisschen tiefer. Das Material unterliegt gewissen Toleranzen, das heißt, ich muss bei einer bestimmten Materialtiefe immer etwas tiefer fräsen. Ich empfehle meistens 1 mm tiefer, das heißt, in dem Fall schreibe ich zum Beispiel 20 mm rein. Dann bin ich 1 mm zu tief und ich bin sicher durch, das heißt, mir bleiben unten noch keine Ränder stehen. Danach gehe ich auf Werkzeugauswahl, wähle wieder denselben Fräser aus, klicke OK und danach fragt er, ob ich außen, innen oder auf der Bahn fräsen möchte. Was ist der Unterschied? Der Fräser muss einfach wissen, auf welcher Seite er fräst. Wenn er innen fräst und ich möchte den Innenteil weiterverwenden, dann verliere ich einfach zweimal den Fräserdurchmesser von meinem Werkstück. Das heißt, in dem Fall habe ich ein 100 mm Smiley, wäre ich dann eben auf 88 mm. Das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Wenn ich auf der Bahn fräse, ist dasselbe, dass ich halt einmal den Fräserdurchmesser verliere. Das heißt, in dem Fall wären das dann eben die 94, das ist auch nicht das, was ich möchte. Das heißt, in dem Fall wähle ich einfach die Außenbahn aus, damit er auch wirklich den Durchmesser bekommt, den ich haben möchte. Als nächstes gibt es noch eine extrem praktische Funktion, die ich eben empfehlen würde, sogenannte Tabs. Die aktiviere ich einfach und kann dann einstellen die Länge und die Stärke dieser Tabs. Was sind Tabs? Tabs sind einfach kleine Stege, die die Fräse am Schluss stehen lässt. Warum macht sie das? Wenn ich mit der letzten Fräsbahn fertig bin, kann es passieren, dass das Werkstück sich löst und einmal durch die Fräse fliegt. Es kann auch passieren, dass es den Fräser fängt und eventuell abreißt. Es kann theoretisch auch passieren, dass es einfach liegen bleibt und nichts weiter Schlimmeres passiert. Nur um sozusagen den schlimmsten Fall, dass sich das Werkstück löst und durch die Fräse fliegt, zu verhindern, stelle ich eben diese Tabs ein, die am Schluss stehen bleiben. Dadurch bleibt das Werkstück im Material hängen, aber ich kann es danach mit der Hand ausbrechen. In dem Fall nehme ich eben 4 und 3 mm. Wie stark diese Tabs sind, ist eine gewisse Erfahrungssache. Bei der Stärke ist nur wichtig, dass die Stärke von der letzten Fräsbahn aus berechnet wird. Bedeutet, ich fräse 1 mm zu tief. Das heißt, wenn ich hier etwas einstelle, wie zum Beispiel 1 mm, dann mache ich den Tab nur noch in die Opferplatte und nicht in mein Werkstück und das ist nicht das, was ich möchte. Deswegen würde ich empfehlen, bei der Stärke 1 mm mehr zu wählen. Dann gehe ich einfach auf Tabs bearbeiten, klicke einfach auf die Bahn, auf die Kontur, die ich haben möchte, gehe dann auf Schließen und auf Berechnen. Nun werde ich gewarnt, dass ich zu tief fräse, das heißt, ich fräse 1 mm als die Materialstärke. Wenn ich das möchte, wie in dem Fall, weil ich es ausschneiden möchte, ist das okay, kann ich einfach auf OK klicken. Wichtig ist, wenn ich das nicht möchte, sprich wenn ich nicht erwarte, zu tief zu fräsen und es kommt diese Warnung, unbedingt auf Abbrechen gehen und schauen, wo der Fehler liegt. In dem Fall erwarte ich diese Meldung und klicke einfach auf OK. Und nun sehe ich wieder in 3D die Fräsbahnen. Das Schöne ist, ich sehe in dem Fall auch die Tabs, die stehen gelassen werden. Das heißt, ich sehe auch wirklich, dass sozusagen Material übergelassen wird, dass mein Werkstück noch hält. Wenn ich mit den Fräsbahnen soweit zufrieden bin, kann ich einfach auf Schließen gehen und dann klicke ich einfach auf Speichern. Wichtig ist, unbedingt auf dieses Diskettensymbol zu klicken, Werkzeug weg speichern und nicht auf Datei speichern unter. Unter Datei speichern unter speichert etwas anderes, da speichert er zwar die Werkzeugwege, aber nicht in einem Format, das die Fräse versteht. Ja, deswegen ist ganz wichtig, hier auf Werkzeug weg speichern zu gehen. Danach gehe ich einfach auf Werkzeugwege speichern, wähle die Datei aus, gehe auf Speichern und habe den G-Code erstellt, den ich dann in der Fräse verwenden kann.